Noch eine unserer neuen EX-Granaten, der Typ 1. Der Name rührt vom darin enthaltenen Verdampfenextrakt her, das aus deinem Urin hergestellt wurde. Verglichen mit der ersten Version enthält diese EX-Granate eine höhere Konzentration deiner Körperflüssigkeiten, was sie gegen GDs effektiver machen sollte. Wenn du in deinem privaten Raum die Toilette benutzt, sammeln wir die Ausscheidung und stellen neue Exemplare für dich her. Lupi. Die Granaten gehen dir also nicht aus. So, duschen muss ich nicht. Spiegel kann ich auch nicht benutzen. Trinken brauchen wir auch nicht. Doch, können wir. Aber machen wir nicht. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir wieder hin müssen. So, wir müssen ja sowieso dahin. Aber wir müssten erst die vertraulichen Dokumente dann holen. Gut, machen wir das, machen wir das. Und wieder raus. Sam, bist du bereit für ein Experiment mit Blutgranaten? Nein. Könnte man sich mal ansehen. Ich meine, ich habe eine mit. Wir können ja mal gucken. Aber das hier ist alles schon schwierig genug. Ja, rennen wird auch nichts. Wir schauen mal, dass wir diese Dokumente jetzt wieder kriegen. Eine angenehme Reise. Sam, anscheinend musst du dich noch um ein paar andere Aufträge kümmern. Denk dran, sobald du nach Port North City kommst, überquerst du den See. Du solltest also alle offenen Lieferungen vorher abwickeln. Sieh dir die Karte an und such die effizienteste Route zu allen Orten, die du aufsuchen musst. Ja. Mach ich. So. Effizienteste Route ist erstmal dahin. Nee, wir müssen. Wir könnten. Wir machen. Den Stuff da reinlegen. Wir gucken mal. Ich würde gern unnötigen Ballast, bevor wir da reingehen und vielleicht die Dokumente wiederholen. Würde ich erst in einem Briefkasten verstauen. Damit wir ein bisschen beweglicher sind. Den könnten wir ja davor irgendwo aufbauen. Sam, Dooms gewährt dir Vorteile, die die meisten nicht haben. Aber so fähig du auch bist, du gehörst jetzt auch zu Bridges. Eine Organisation, die über Experten in vielen Bereichen verfügt, die alle bereit und willens sind zu helfen. Das Team ist für dich da, Sam. Du musst bloß fragen. Verstanden? Mhm. Gut. Ja, ja. Dann frage ich mal nach Benzin. Hm? Wie sieht aus?
Wir nehmen nichts mit. Wir nehmen nichts mit. So, ich würde sagen, wenn wir hier irgendwo sind, können wir hier rüber, darüber. Und dann brauchen wir, ja, ich würde eher sagen, hier so. Ein Briefkasten. Treibstoff. So, pass auf, wir machen. Erstmal eine Mütze auf. Aber ich wollte einmal. Nicht Saibioten essen. Wo haben wir denn hier unseren. Hä? Wartet mal kurz. Da. TCK. In der Hand tragen. Rechte Hand. Ist ja scheißegal. Ich will den jetzt... Ich will den ja verwenden. Kann ich den denn jetzt noch mal? Generator. Briefkasten, Briefkasten. Ganz schön schwer. Wieso kann ich den denn jetzt nirgendwo hinstellen? Das ist doch scheiße, Mann. Dann nehmen wir den da hinten. Ich habe jetzt alles erstmal weggelagert. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da diese verlorenen Dinger wieder kriegen. Jetzt müsste ich mich ja besser wehren können. Das lassen wir alles mal da.
Vielleicht können wir uns ja mal anschleichen. Also ich habe nur noch einen, so eine Resine da, die ich unterwegs hatte. Die ich auf dem Rücken habe. Okay, sieht er mich trotzdem? Vielleicht sterben wir jetzt einfach mal. Ja, der blockt mich ja ständig ab. Wie soll ich den denn... Ich versuche das jetzt einfach mal. Ja, ja, ich weiß, ich bin total im Arsch und so. Nein. Wie kann er mich denn immer ablocken? Okay, kommen hier noch mehr. Bestimmt noch mehr. Da, zum Beispiel. Okay, diese Taktik hat jetzt nichts mehr mit Anschleichen zu tun, aber es hat funktioniert. Problem ist, ich hätte die Gesine nicht mitnehmen dürfen. Jetzt einfach mal drauf ankommen, weil wir sind sowieso halb tot. Sind die vertraulichen Dokumente. Sehr gut. Sehr gut. Auf den Rücken tragen. Auf den Rücken tragen. Den Rest lassen wir mal drin. Wir müssen ja auch irgendwie wieder zurück.
Aber wir müssen unsere Resine da noch nehmen, ne? Haben wir jetzt erstmal alle eliminiert oder wie sieht's aus? Verdammt, ist das schwer. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wir haben es geschafft. Das Erste. Ein Weg. Ein Weg? Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben, Leute. Richtig purer Action hier. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch packen können. Ja, ein bisschen geht noch. Alles, was wir im Moment nicht brauchen, packen wir jetzt da unten rein. Ich hatte das nämlich da gelagert. Und dann geben wir erstmal das ab, was wir können. Nämlich die Dokumente. Und sammeln den Scheiß noch ein. Wir sammeln keinen Scheiß ein, wir stürzen über unsere eigenen Beine. Ganz ruhig, Sam. Ja. Und ich schlepp das mal wieder dahin. Pfade, die wir gehen, werden zu Straßen, Sam. Siehst du die Spuren, die du hinterlässt? Sie erzählen eine Geschichte. Wärst du ein Spion, würde dir das zum Verhängnis werden. Aber das bist du nicht. Also sei stolz auf diese Spuren. Sie zeugen von deiner Existenz. Hinterlasse sie weiterhin. Zeig den Menschen, dass du da draußen bist. Gib ihnen den Mut, wieder zueinander zu finden. Indem du das Netzwerk erweiterst und deinen Landsleuten hilfst, stärkst du die Bande zwischen uns allen. Bahnst einen Weg, dem sie folgen können. Ja, ja. So, ich habe jetzt mal das überschüssige Zeug in meinen privaten Spind gepackt. Und habe jetzt die Dokumente, die müssen, glaube ich, wo müssen die hin? Die Dokumente müssen dahin. Da sind wir ja dann direkt richtig. Dann geben wir die nämlich jetzt eben ab. Und dann können wir unseren Scheiß wiederholen. Und ich würde unwahrscheinlich gerne den Treibstoff mitnehmen. Wenn das möglich wäre. Unsere Stiefel sind auch schon wieder durch. Scan wird gestartet.
Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts. Ja, die Waffen sind, so. Außer Kraft gesetzt, wollte ich sagen. So, und Auftrag abschließen. Fracht wird geliefert. Haben wir das noch geschafft? Hätte ich nicht gedacht. Gibt's ja nicht. Wir hätten nie gedacht, sowas mal wiederzusehen. Man soll ja keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich muss mir das genauer ansehen. Sehr, sehr schön. Genau wie ich es in Erinnerung hatte. Ich bin glücklich. Schön. Wenn er glücklich ist, sind wir auch glücklich. Ich bin dir unglaublich dankbar. Es ja. gibt nur noch wenige echte Schätze auf dieser Welt. Und du hast einen davon gerettet. Danke. Gerne. War fast einfach. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, ich ruhe mich hier erstmal aus, ne?